Polizisten haben nach Medienberichten in China eine 79-Jährige aus einem Erdloch geholt. Der eigene Sohn soll die gelähmte Frau dort vergraben haben. Die Seniorin konnte nach 3 Tagen gerettet werden. Die Polizei hörte den Berichten zufolge bereits bei der Ankunft am Tatort leise Schreie der vergrabenen Chinesin aus der Erde. Die Frau des Täters soll Zweifel bekommen haben, nachdem ihr Mann seine Mutter angeblich zu Verwandten gebracht hatte. Schließlich informierte die Frau die Polizei und rettete ihrer Schwiegermutter damit das Leben. Die fast 80-Jährige musste 3 Tage ohne Nahrung und Wasser vergraben in der Erde ausharren. Sie kam in ein Krankenhaus und soll nun auf dem Weg der Besserung sein.